Gestatten, sein Name ist Diego. Diego wird nun wieder in sein natürliches Habitat auf die Galapagos-Inseln gebracht. Denn er war Teil eines Programms, das das Aussterben dieser Art verhindern sollte, zusammen mit weiteren rund 15 Riesenschildkröten. Dazu Danny Rueda, Direktor des Galapagos-Nationalparks. Mit diesem Programm konnten etwa 2000 Nachkommen gezüchtet werden. 800 kamen von Diego. Das ist ein Riesenerfolg. Wir konnten die Population retten, die mit nur noch 15 Individuen vom Aussterben bedroht war. Mittlerweile ist es den Tierschützern also gelungen, dass die über 2000 Exemplare dieser seltenen Art wieder auf den Galapagos-Inseln leben. Und damit kann das Programm dann auch erstmal eingestellt werden. Übrigens ist Diego vermutlich um die 100 Jahre alt und mit den 800 Nachkommen für seine Fruchtbarkeit bekannt. Und wenn für ihn alles gut läuft, dann hat er noch weitere 100 Jahre vor sich. Denn Riesenschildkröten, die bereits Charles Darwin im 19. Jahrhundert auf den Galapagos-Inseln beobachtet hat, können bis zu 200 Jahre alt werden.